Wir haben einen Schrank gebaut, in dem ein ganzes Fitnessstudio steckt. Heute war besser. Und damit könnt ihr ein volles Ganzkörpertraining durchführen. Und das braucht ihr alles, um euren Fitnessschrank zu bauen. Vierkantrahmenholz, Dekorspanplatten, Balkenschuhe, Scharniere, Montageplatten, zwei Spiegel, ein Stahlrundrohr, einen Sack Beton, ein kleines Abflussrohr, ein Seilzugsystem und richtig fette Schrauben. Unser Haupttrainingsgerät wird aber dieses Seilzugsystem, mit dem ihr eine Vielzahl an Ganzkörperübungen machen könnt. Im Fitnessstudio zu Hause hat ja im Allgemeinen den Vorteil, dass du dir den monatlichen Studiopreis sparst und dass du natürlich nicht ständig dahin fahren musst. Hat aber auch einen Nachteil. Das sieht zu Hause nicht hübsch aus. Und dann haben wir uns gedacht, dass wir einfach einen Fitnessschrank uns so bauen können. Dieser Fitnessschrank muss gewährleisten, dass ich alle Muskelgruppen ansprechen kann. Solche Multifunktionstrainer gibt es ja schon zu kaufen. Diese verschließbaren Geräteschränke sind oft aus Stahl gefertigt und die Kosten gehen bei knapp 1.700 Euro erst los. Es wäre gut, wenn du, Maurice, schon mal anfängst. Und bis ich dazukomme, gibt es dann Unterstützung von Philipp. Und hey! Hey! Was brauchen wir denn? Ach so, ja, zuerst mal das Schrankgerüst. Dazu braucht ihr die Vierkantbalken und heftige Holzschrauben. Unser Fitnessschrank, der muss ja nachher einiges aushalten, ne? Ja. Da trainierst du so, da ist ja schon ordentlich Kraft drauf. Da wird ein bisschen Gewicht drauf kommen im besten Fall. Deswegen brauchen wir da irgendwie eine Konstruktion, die auch einiges aushält. Da haben wir uns gedacht, holen wir 10x10 Vierkant Konstruktionsholz und damit bauen wir jetzt einen hoffentlich stabilen Rahmen, dass auch Maurice Gewicht dran halten wird. Hier ist sogar der Aufbau schon Training genug, ne? Das trainieren wir aber nochmal. Diese Balkenkonstruktion ist quasi die Basis für das ganze Fitnesssystem, die für das Training einiges an Gewicht aushalten muss. Gleichzeitig ist das aber auch unser Gerüst für den Schrank. Die 10x10 cm dicken Holzbalken und die starken Holzschrauben sorgen für ein massives Konstrukt. Da wackelt jetzt schon nichts mehr. Dann können wir das Gerüst mit Dekorspan verkleiden. Weil Maurice alles genau geplant hat, passt auch alles bis auf den Millimeter zusammen. So. Deckel auch noch drauf. Geil. Stabil, ne? Sehr, sehr stabil. Und jetzt auch optisch noch mal ein bisschen ansprechender. Und jetzt können wir eigentlich ein sogenanntes Power Rack bauen. Also eine Ablagevorrichtung für Langhanteln. Dazu braucht ihr weitere Holzbalken, Balkenschuhe, Montageplatten und Scharniere. Das müssen wir dann später so rausklappen. Dafür brauchen wir pro Arm zwei von diesen 30 cm Klötzchen. Und dann noch hier so ein Balken, die genauen Maße findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr schon gerade unten seid, lasst uns ein Like da, Kommentar, Abo, Glocke, wie immer. Und so sollten eure Holzbalken zusammengesetzt werden. Und das hier dient dann später eben als Ablage für die Langhantel. Ach so! Jetzt versteh's. Ja, und wie verbinden wir die? Ja, dann machen wir solche Balkenschuhe hier drauf. Einfach damit da genügend Auflagefläche ist, damit da genügend Schrauben reinkommen. Hat dann gleich auch den Vorteil, dass wenn wir die Langhantel hier drauf ablegen, hier eine Kante haben, dass die uns nicht wegrollen kann. Power Racks sind häufig höhenverstellbar. Ein guter Richtwert sind aber so 80 bis 90 cm. Damit wir den Schrank noch stabiler platzieren können, nehmen wir uns diese Montageplatten. Denn die kann man einfach hoch und runter schrauben, um damit das Bodenniveau ausgleichen zu können. Brauchen wir noch ein Loch. Und jetzt kommen die Montageplatten hier rein. Fertig. Wir haben jetzt hier unsere zwei ausschwenkbaren Arme. Sollte das ja jetzt eigentlich passen, oder? Oh yeah. Geil. Das klappt. Sehr gut. Das heißt, wir können die jetzt montieren. Ja. Zur Montage nehmen wir ganz einfache Scharniere. Na, gucken wir mal. Hereinspaziert. Oh. Funktioniert. Schön, ne? Geil. Und ist stabil. Also um mal zu verdeutlichen, wie viel Gewicht hier drauf geht, ne? Nur, dass ihr es mal wisst. Oh, ich krieg einen Krampf. Ganz wichtig, das gibt auch die Stabilität nach vorne, damit der Fitnessschrank später bei Belastung nicht nach vorne kippen kann. Weil wir im Fitnessschrank ja unsere Fitnessgeräte verstecken wollen, braucht das Teil noch Türen. Auch hier braucht ihr wieder nur Dekorspan und Scharniere. Mit zwei Holzlatten erhöhen wir die Türen etwas, damit sie beim Öffnen nicht auf den Boden schleifen. So, alle Schrauben drin. Mal gucken, ob das auch ein Schrank ist. Ist hier extra so eine Lücke? Ja, ja. Weil? Mit dem Spalt. Nee, Maurice, da hast du einfach komplett falsch geplant. Das kannst du nicht lassen. Zum Glück haben wir noch Dekorspan übrig. Der gibt dann auch optisch noch mal was her. Ja, also zum einen, erstmal ist es eine optische Verschönerung, ne? Und zum anderen ist jetzt die Lücke auch noch geschlossen. Dann lass doch jetzt die Halterung für die Klimmzugstangen machen. Unsere Klimmzugstange ist ein einfaches Rundrohr aus Stahl. Ist das stabil genug? Das ist sehr stabil, ja. Unser Stahlrundrohr hat eine Wandstärke von 2 mm und das sollte auf jeden Fall ausreichen, dass wir Klimmzüge dran machen können. Das hauen wir jetzt hier rein.
Und damit das hier zum Platz findet, müssen wir hier noch mit dem Forstlabor Löcher durchbohren. Mal gucken, ob die reinpasst. Mal durch. Jetzt hier rein. Vor allem, das ist die einfachste Art, sowas zu befestigen, weil man braucht nichts dafür. Man muss nichts anschrauben, man muss einfach nur Löcher machen. Ja. Und du könntest auch die Löcher ja variieren, wenn du sagst, du willst da lieber noch ein Loch haben oder da oder da. Ihr braucht auf jeden Fall eine ausreichend lange Stange und die Löcher nicht zu groß bohren, damit die Stange da so ein bisschen eingeklemmt ist. Damit ist sie auch fixiert und sie kann nicht rausrutschen. Und siehe da, die Stange hält sogar Maurice' Gewicht auf. Geht. Cool. Voll geil. Und was kostet so eine Stange? 5 bis 10 Euro. Für so wenig Geld kriegst du so eine einfache Stange, mit der man so viele Übungen machen kann. Das Geile wäre jetzt noch, wenn du auch siehst, was du da trainierst oder wie du trainierst. Für die Spiegelrückwand nehmen wir einfach günstige Spiegel aus dem Baumarkt. Beim Training ist eine gewisse Ausführung ganz wichtig, ne? Ja. Weil wenn du dich irgendwie verhebst oder falsch trainierst, dann hast du direkt einen Rückenschaden. Und einfachste Möglichkeit ist ein Spiegel, weil dann siehst du, ob du richtig trainierst. Und wie geil man aussieht. Wir wollen die da irgendwie hinten dran klatschen, wir haben jetzt aber keine Rückwand. Genau. Wie machen wir's? Einfach Dachlatten, Spiegel dran kleben und das war's eigentlich schon. Ja. Trocken. Ja, hoffentlich. Das hält ja wirklich. Guck mal, es geht. Ui. Der Rahmen steht schon mal, aber bis auf Klimmzüge können wir da bis jetzt noch nicht viel machen. Bevor wir trainieren, haben wir hier noch einen raffinierten Hanteltrick für euch. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Abflussrohr und ein bisschen Beton. So eine Standardausrüstung von jedem Gym, auch von einem Home-Gym, ist halt hier so eine Langhantelstange. Ja, vor allem so eine rostige. Ja. Die kann man natürlich auch günstig käuflich erwerben, aber die hat Maurice noch im Keller liegen gehabt. Ne? Genau. Aber was teuer ist, sind die Gewichte normalerweise. Genau, und wir brauchen Gewicht, weil wir wollen ja krasse Viecher werden. Nicht nur für die Stange, sondern auch für unser Seilzugsystem brauchen wir Gewichte. Genau. Und ohne Gewichte wird später nichts von unserem System funktionieren. Die klassischen Metallscheiben, wie man sie kennt aus dem Fitnessstudio, die sind echt super teuer. Und da haben wir uns eine Alternative überlegt. Die Alternative, das ist Beton. Der kostet einen 40-Kilo-Sack gerade mal 5 Euro. Wir haben es mal ausgerechnet, eine Hantelscheibe ist ungefähr 10-mal so teuer, wie wenn ihr sie selbst aus Beton macht. Also 40 Kilogramm Gewicht für 5 Euro haben wir, zumindest mal nicht neu, für den Preis bekommen. Ne? Genau, ja. Und Maurice kennt das passende Betonrezept. Man nehme ja einen Eimer, etwas Beton und ein PVC-Abflussrohr. Ein 40-Kilo-Sack Beton kostet im Baumarkt wirklich nur so um die 5 Euro und daraus könnt ihr so knapp 36 Kilogramm Gewichte gießen. Weil das Erhärten aber auch dauert, haben wir schon mal jeweils 2 10-Kilo-Gewichte vorbereitet. Da haben wir die Grundzutaten vorher natürlich abgemessen und gewogen. Ja! Zahn gezogen. Oh! Ey, das ist so eine astreine Hantelscheibe hier. So schnell und günstig macht man das Langhantelset komplett. Wichtig, ihr wisst Bescheid, wenn ihr Gewichte irgendwie auf euren Langhantelstangen habt, fixiert die, dass sie nicht runterrutschen können. Dafür gibt es solche Klammern, die ihr außen auf die Stange draufsteckt, damit die Gewichte nicht rausfallen können. Damit unser Fitnessschrank zum multifunktionalen Fitness-Allrounder wird, kommen wir jetzt zum Seilzugsystem. Und damit könnt ihr nämlich ganz easy Übungen für euren ganzen Körper durchführen. Und das Seilzugsystem können wir einfach an den Fitnessschrank dran schnallen. Mit diesen Ösenschrauben, die hatten wir nämlich noch übrig. Und wenn ihr jetzt noch einen Imbusschlüssel auf den Akkuschrauber schnallt, bekommt ihr solche Schrauben besonders schnell und einfach reingedreht. Die Ösenschrauben in Kombination mit den Karabinerhaken halten auf jeden Fall der Trainingsbelastung stand. Wir schrauben noch ein paar Haken in den Innenraum von unserem Schrank, da können wir dann die Einzelteile aufhängen. Die kleinen Hakenschrauben halten bis zu 60 Kilogramm Gewicht aus. Die Scheibengewichte aus Beton könnt ihr auf einer Matte unten im Schrank lagern. Und wir müssen zugeben, die sind wirklich massiv geworden. Welche Übungen ihr aus dem Fitnessstudio jetzt aber mit unserem Fitnessschrank nachmachen könnt, das sehen wir jetzt. Und diese Übung hier könnt ihr zum Beispiel machen. Also wirklich ein vollumfängliches Ganzkörperprogramm, ohne dass ihr wie im Fitnessstudio die Geräte wechseln müsst oder warten müsst, bis welche frei sind. Ihr habt mit dem Fitnessschrank aber noch unzählige weitere Möglichkeiten zum Trainieren. Und wie das alles so funktioniert, das zeigt Fitnesscoach Maurice jetzt mal dem Christian. Worauf hättest du denn als erstes Lust? Oberarme. Okay. Ja. Ist der Spiegel so verzogen oder bin ich so dünn? Beides. Oh, direkt gegen Spiegel. Ja, funktioniert einmal frei nach 2 Schluss. Das waren halt halbe Klimmzüge. Ach, gut, ich finde es ein bisschen gefährlich jetzt gerade, aus Männersicht heraus. Aber du hast 2 Kinder, du hast deine Arbeit getan. Oh, mehr Spannung. Ja, das ist cool, das funktioniert einwandfrei. Das hier ist wirklich, wie es im Fitnessstudio halt eben auch der Fall ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr sogar eine Hantelbank fürs Bankdrücken im Fitnessschrank verstauen. Falls ihr noch keine habt, die gibt's ab ca. 40 Euro. Oh, scheiße. Und der Schrank hält noch, ihr guckt da, ne? Ja, wo soll der hin? Nichts bewegt sich, obwohl das Ding nicht an der Wand, nicht im Boden fixiert ist. Und das ist wirklich stabil. Für alle, die jetzt sagen, okay, ihr baut hier Sachen,
sind die auch wirklich TÜV geprüft? Nein, es ist DIY. Also natürlich haben wir die Garantie nicht, aber das ist stabil, wie man sehen kann. Und deshalb muss man ganz einfach sagen, Maurice, passt auf. Wir sind happy mit dem Schrank, ihr bestimmt auch. Und da sind noch andere Videos von uns. Einfach mal reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.